Der Sekt schäumte so optimistisch wie anno 1972, als Rennleiter Kurt Bosch eine neue verheißungsvolle Rennserie ins Kurvengeschlängel der Nordkehre gestartet hatte. Diese vier Fahrer haben die 10-jährige Geschichte der deutschen Rennsportmeisterschaft fast unter sich ausgemacht. Sie holten sich 7 von 10 zu vergebenen Titeln. Klaus Ludwig, Hans-Joachim Stuck, Dieter Glemser und Hans Heyer. Stuck gewann nicht nur das erste Rennen, sondern auch den ersten Titel zu einer Zeit, als sein BMW-Coupé, das stärkste Auto im Feld, damals 370 PS leistete. Heute verfügt Stuck im BMW M1 über 800 Pferdestärken. Inzwischen sind die Autos nicht nur bunter, sondern auch teurer geworden. Damals, so weiß man, war ein wettbewerbsfähiger Renner noch für 70.000 zu haben. Heute sind es mehr als 350.000 Mark. Die Preise machen die aktuelle Problematik transparent. Kostenexplosion durch veraltetes Reglement. Die Rennsportmeisterschaft ist das legitime Kind der deutschen Automobilwerke, mehr noch der Zubehörindustrie. Männer wie Jochen Nierpasch und ein halbes Dutzend andere haben sie neben der Formel 1 zur attraktivsten Rennserie Europas gemacht. Skandale und der Egoismus der Werke, das unüberschaubare Reglement zweier Divisionen rechtzeitig zu reformieren, bedrohen jetzt ihre Existenz. Harald Ertl blieb auf der Strecke, Stommelen und Maas wechselten in die USA, Klaus Ludwig tanzt vorsorglich schon auf beiden Hochzeiten. Durch das Zusammenlegen beider Divisionen bezog der Wettbewerb hier am Ring wieder altgewohntes Interesse. Ein Jubiläum etwas ausgefallener Art feierte ein Fahrer, der sich vor 12 Monaten hier als Pechvogel fühlte, in Wirklichkeit aber ein Heer von Schutzengeln mobilisiert hatte. Ein kalter Wind wehte bei sonnigem Wetter hier oben an Start und Ziel des 22,8 Kilometer langen Eifelkurses. 50.000 Zuschauer bei einem Renntag, der dem Veranstalter 1 Million Mark gekostet hat. Das Feld von 47 Startern aus beiden Divisionen kurz vor dem fliegenden Start. In der ersten Reihe im Ford Capri mit 600 PS Manfred Winkelhock, neben ihm im 700 PS starken Porsche Bob Wollick. Auf den weiteren Plätzen Klaus Ludwig im 2 Liter Capri, Hans-Joachim Stuck im 800 PS BMW M1 und Hans Heyer, der Titelverteidiger im Lancia Beta. Nach geglücktem Start in der Südkehre Bob Wollick vor Manfred Winkelhock, Hans-Joachim Stuck, Klaus Ludwig, Hans Heyer und Sigi Müller Junior, der Sohn des ehemaligen Tourenwagen-Europameisters. Distanz des Rennens 7 Runden, das entspricht 159,84 Kilometern, die längste, die bei dieser Meisterschaft gefahren wird. Ein Zweikampf an der Spitze beherrschte die erste Runde. Bob Wollick immer dicht bedrängt von Manfred Winkelhock. Bob Wollick weiterhin vor Manfred Winkelhock. Hier in einer Zeitlupenstudie am Flugplatz, an der Stelle, an der Winkelhock vor einem Jahr seine Flugkünste im wahrsten Sinne des Wortes demonstriert hatte. Immer noch Zweikampf Wollick-Winkelhock. Nicht nur die Preise dieser Meisterschaft haben sich in den vergangenen 10 Jahren geändert, auch die Leistungen, bedingt durch die Entwicklungen der Turboaggregate. Fuhr noch 1972 der schnellste 152 Kilometer pro Stunde, so waren es gestern im Training bei Winkelhock 185. Da sind nur wenige Kilometer unter der von Niki Lauda 1975 aufgestellten Bestzeit in einem Formel-1-Wagen. Und hier hat Manfred Winkelhock noch vor Ablauf der ersten Runde die Führung vor Bob Wollick übernommen. Dahinter Stuck, Ludwig, Heyer und Müller. Jürgen Hammelmann, ein Neuling der Gruppe 5, muss schon nach Abschluss der ersten Runde an die Boxen. Die Story des Rennens ist jetzt schnell erzählt. Manfred Winkelhock, einmal an Bob Wollick vorbei, wurde zunehmend schneller. Fuhr in der zweiten Runde mit einem Durchschnitt von 185,8 Kilometern pro Stunde einen neuen Rundenrekord seiner großen Division und lag im Ziel fast 1 Minute vor Bob Wollick.
gefeierter Meister bekam bald Probleme mit seinem fünften Gang und fiel auf den fünften Rang zurück. Einige Male staubte es noch, doch hielten sich Karambolagen in den branchenüblichen Grenzen. Hier ist es Klaus Niedzwitz, der wertvolle Sekunden verliert. Sigi Müller, der Junior, fuhr frech auf einen fünften Platz, während der Spitzenreiter der Meisterschaft Klaus Ludwig cool blieb. Seinen vierten Platz hinter den drei Erstdivisionären Winkelhock, Wollig und Stuck verteidigte. Die erste und zweite Division sind bei diesem Rennen eine Vernunft-Ehe eingegangen. So soll es, wenn man den Verantwortlichen glauben darf, auch in naher Zukunft aussehen, wenngleich noch getrennt gewertet wird. So siegte Manfred Winkelhock in der großen Division vor Wollig und Stuck. Abgewinkt nach 7 Runden. Mit seinem Erfolg bei den Kleinen vor Müller und Heyer bleibt Klaus Ludwig weiterhin Spitzenreiter.